Keine Chance. Dann noch Patrick, man Marco und Lore könnte man noch fragen und dann wären wir erfolgt. Doch, bist du. Ach. Warst du überhaupt schon mal mit den neuen Bedingungen drin? Nein. Das ist ja. Wir kommen noch nicht mal zu den weiten schwarzen Löchern. Nein! Der Cast ist das zweite White Hole und dann ist es zu Ende meistens. Nein! Wir müssen rein. Und wenn keiner stirbt und man nicht das Highlight B benutzen muss, ist der Boss auch nach Grand Cross Omega down. Na, siehst du. Also, alles easy. Ach. Immer AFK. Jo. Der Text sucht vom 18.04. zum 30.04. war da noch Maschinist. Ja. Aber so liegt denn spielen? Schwarzmagier hat Krebs in dem Kampf. Ja, Laura, damit hast du recht. Holt mich auch nur so weg. Du bist halt die Klippe runtergesprungen, kann das sein? Practice ist doch nicht so schlecht. Also, Extra sollten wir noch abfangen. Ja, eben. Mit Neo auch ein Stündchen. Irgendwie alle wieder in den Fight reinkommen und dann ist der drin. Moving war nicht voll. Wieso? Ja, wenn nur müssen wir eh warten, bis Marco und Law mit Raid fertig sind. Ich hab keine Ahnung, wie lange die heute Raid haben. Ja, wenn ich schlafe. Egal was er geschrieben hat, ich will die mehr.
Ach, du bietest. Okay, Laura, ich biete dir 30 Millionen Jill dafür, wenn du Manu jetzt Hals umdrehst. Ich bin grad drin. Aber Laura, ich hätte jetzt nicht das Knack hören von der Wirbelsäule. Ich kann das gut aufhören, Alter. Dann werde ich ja wohl den roten Magier rausholen müssen. Warte erstmal auf die Antwort von den beiden. Und du hättest Patrick eigentlich auch mal fragen können, wenn Manu. Ja. Der ist fest eingeplant, dachte ich. Ich frage, ob er Lust hat oder Laune. Patrick, du. Ich gehe nicht davon aus, dass Marco mitmacht. Wenn er jetzt bis 23 Uhr oder länger Raid hat. Ja, da Wir beneiden gerade deinen Pinguin-Prinzen. Ja. Oh! Mir fahren sie alle drauf ab, oder? Deswegen habe ich den noch drauf. Ja, genau, deswegen habe ich den. Deswegen wurde es nicht. Früher hatte ich keine Jagdzeichen draußen, aber mittlerweile ist der ja auch nicht mehr wert, deswegen. Na gut, glaube jetzt ist er wieder gestiegen, weil halt so wenig wieder dem gehen. Aber was ist das? Ich hab ja einfach das Minion aus, was meiner Meinung nach ist Square Factor. Ich hatte die ganze Zeit, dann hatte ich auch Pascal-Typen draußen, weil ich ja quasi einer der ersten auf dem Server, die ihre Idee und Trockenter fertig hatten. Dann, keine Ahnung, gab es irgendwie 5 Leute auf Odin, die den Pascal-Typen hatten. Weil wir werden wahrscheinlich jetzt Zwergkleidige. Hat er auch. Wunderbar. Ich kann mal da durchgucken, was hab ich denn noch an Rare-Minion, die auch schön sind. Ja. Ich auch. Jetzt kriegt meine neue Seite. Blau-Flügel, mal meine Rare. Ganz früher. Ich glaube, das ist ein Kiss. Nein. No, das habe ich auf meiner allererste Achterschaftskarte, die ich hier gemacht habe, habe ich den bekommen direkt. Nice. Keine Ahnung, die Schatzkarten sind released, das Wochenende ist raus, das ist los. So Geld durch der. Aber ich mag diese Mocke. Wo die Frauen irgendwie voll auf das Ding abfahren.
Aber du fährst da drauf auch wohl ab. Mach den. Tasten draußen, mein Begleiter fährt das dran. Ab Carlo Küken. Ah, da. Gott, das sehe ich hier nicht. Naja. Aber hat halt jeder wegen hier sehr komplett. Sieht so aus, als ob der. Ich verstehe gar nicht, warum so wenig Leute diese Teams tragen. Das ist eigentlich gar keine Arbeit. Dauert halt gut. Nein, muss man gar nicht. Du kannst ja da was, macht ja keiner. Du musst ja quasi nur dir Partner suchen. Bei einem Turnier kann man, glaube ich, 30 Spiele machen. Das heißt, mach du ich gewinnst... die 30 Spiele quasi mit meinem Partner. Nicht mal das, du musst nicht mal die 30 voll machen. Sagen wir, du nimmst jetzt, Laura möchte den auch haben. Dann gewinnst du 10 Mal und Laura gewinnt 10 Mal und das macht ihr einfach bei 4 Turnieren und fertig. Und alle 3 Tage ist für 3 Tage, oder alle 2 Tage ist für 3 Tage Turnier. Das heißt, man ist nach 20 Tagen fertig. Und ich hab mir gerade erklärt, wie man den Pinguin dazu bekommt am leichtesten. Hab ich ja genauso gemacht. Also die ersten 3 Kampfsatrabanten-Turniere habe ich ja noch fair gespielt. Beim allerersten war ich ja Erster, beim zweiten war ich dann Dritter und beim dritten war ich unter den Top 6. Oder 6 oder 5, weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich das genervt, dass ich immer nur gegen selbst 3 Leute gespielt habe. Voll eingebrochen. Und dann habe ich das genauso gespielt. Ich wollte auch schon oft Leuten dabei geholfen, dass sie gehen, einfach gegen die verlieren. Gegen kein Ding. Die Leute geben sich halt keine Mühe und erkundigen, wie man diese Dinge bekommt. Was? Richtig. Was absolut unwichtig. Warum? Hier sind wir fertig. Nein, schon. Warum sind das Beste, was ihr habt? Wenn ich alles auf 70 also habe. Also ich leg da keinen Wert drauf. Ja, aber wenn du nichts mehr zu tun hast, was, dann hast du ja nur noch Dinge zu sammeln. Ja, okay, dann vielleicht. Hier. Mit anderen Sachen zu tun, sowas zu wählen. Aber nicht. Gut, wie gerade ich das eben bin. Mit einem Selbstlander ist wahrscheinlich zu faul. Dann sitzt sie lieber in Linda irgendwo rum ohne Poster. Was? Du hast mich schon ganz genau verstanden. Das ist einfach ein normales Crafting-Kammer, das ist einfach so heiß. Hä? Ich mach sie gar nicht mit Absicht. Sie ja. Glabbert ihren Craft dann nur so sexy und dann craftet sie am Ende. Das ist kein Problem. Ah, das ist groß. Eine von 6 Minuten wollte ich noch sehen. Das ist gewonnen. Da bin ich auch ganz fertig, wenn ich den hochrollen kann. Ich kann nicht nur mehr Dinge zu machen. Ich hab so ein Rage von 20 Euro. Hm. Jo, dankeschön. Falsches Emote. Thank you.
das Geld verpasst, Mann. Ja, aber das ist nicht dein Ding. Warum hast du eigentlich immer dieses Ding da draus? Diese Qualle? Ich finde die cool. Hab die aber nicht. Ich hab die aber nicht. Ich muss auch mal verkaufen, wenn das muss man angeln, ne? Oh, das kann ich nicht bringen. Und Texas ist ja aktiv, die sind Wasserfall. Wenn ich drauf anlegen würde, Minions zu sammeln, dann würde ich erstmal los gegen Timer fischen, damit ich noch andere Minions mit angeln kann. Das kriegen wir auch noch. Mini-Faust, ne? Würde ich gerne dann noch gucken. Irgendwie mal was planen. Dann Christian, was brauchen wir eigentlich für A8? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich würde schon gerne safe spielen. Ich hab mal gelesen, dass man Gerrit skippen kann, ne? Müsste ja erstmal auch gucken, was man überhaupt alles skippt jetzt. Also mit wo drei... man die Damage Stops einlegt. Ich überlege gerade, ob ich mit 320 reicht dann mal, glaube ich. Aber da haben wir jetzt nicht geskippt. Da haben wir die vorletzte Phase geskippt. Die zweite und die vierte oder fünfte? Ich denke, die zweite Phase und die vorletzte Phase geskippt. Ich muss grob sagen, was mechanisch-technisch jetzt da. Na, die Ads musst du sowas so machen. Ja. Ja, ja. Da musst du auch Damage Stop einlegen. Ja, vielleicht nicht mal das. Also, die, als wir noch drin waren, war es halt nervig, weil wenn die auf 50% droppen, machen die ja ihren Ultimate. Explodieren die aber nicht, wenn man die killt, ohne dass sie ihren Ultimate eingesetzt haben? Die wipen auch den kompletten Raid dann. Nee, nur wenn die nicht, die müssen gleichzeitig sterben. Ja, wenn der eine tot ist, castet der andere eine Selbstzerstörung. Und die ist doppelt so schnell wie bei dem Oppressor. Also 3 Sekunden Verzögerung oder so dürfen die nur sterben. Einfach gesagt, die werden runtergehauen und dann, wenn du Krieger dabei hast, der ist auf Unsinn, der macht dann Oberwein, dezimieren und haut's auf einen Schlag weg. Was? Nein. Ach. Denk schon, viel zu kompliziert. Ja. Das einzige Nervige war halt die 220. Wenn die quasi, wir haben uns einfach simultan die Dinger runtergeprügelt, jeder hat einfach eine Fähigkeit, tap eine Fähigkeit, tap. Hat einfach jeder DPS gemacht, dass sie quasi pro simultan runtergehen, droppen beide auf 50%. Und dann macht der eine hier diese Hoch-Runter-Mechanik, glaube ich. Und der eine macht Super Cyclone. Genau, der eine macht Super Cyclone. Das heißt, wir sind weggeschleudert und während des Wegschleuderns auf der richtigen Plattform stehen, was gar nicht geht. Und nebenbei sind ja auch noch diese grünen Orbs, die man aus A6 kennt, vom 2. Naja, die kommen ja nicht zu runter. Die kommen ja auch noch. Ja. Das heißt, die muss man auch noch sammeln nebenbei. Also, in 320 war es echt stressig, wenn das alles gleich treffen muss. Ja, und der erste hatte einen Flankenstoß gekostet. Und dann seine Green-Kopf. Der ist dann schon hoch. Ja, und seine Blast. Es kommen ja zwei Stück. Dann kommt der blaue und der gelbe. Und den einen bringst du erstmal instant um und den anderen, der geht ja in die Mitte und gegen Schaden. Und dann halt kommen die anderen beiden. Letzte Phase. Naja, aber Blaster ist ja quasi den Hauswehr instant um, der ist an keine Mechanik gebunden. Blaster kommt, wird einfach instant umgehauen. Wird umgeblast. Genau, er wird einfach weggeblastet. Das ist kein Problem. Der muss auch keine Mechanik machen oder so. Bei uns hat er einmal einen Laser gemacht, halt entweder Single Buster oder Gruppe. Dann war der einfach tot. Also wirklich, tricky ist halt das Gerbe. Das Gerbe nicht skippt, brauchst du halt eine volle Gruppe. Und da muss auch nicht alles. Ach, ich hab Makro? Ich hab den ganzen Kampf in Taktik gemacht. Makro ist aber. Ne, musste ich alle löschen. Schade.
Hier bin ich auch nicht. Nein. Auf welcher Seite steht hier denn? Wenn wir so offen essen, das sehe ich denn nicht. Das ist viel zu viel auf meinen Tiefen. Hast du noch einen auf dem Markt davon oder was? Jo. Für? 125.000 Wand. Ach, dann lass sie drauf. Ich hab nicht verkauft. Danke. Das war's schon. Nee, doch nicht. Ich glaube, ich habe leider nichts im Angebot, was ich dir dafür geben könnte. Ach, brauchst du. Kann ja immer wieder angeln. Wenn ich irgendwann Langeweile habe, wird es so passieren. Ja, vielleicht setze ich mich morgen mal hin und angel diesen Eimer oder so. Heiler? Also grün ist ein Heiler. Kommt drauf an, wenn du zum Beispiel einen Hermetiker bei hast, der kann ja resten. Kann der Hermetiker schon resten? Ich weiß es gar nicht. Ja, der kann schon resten. Oh nein. Ja, weißt du was? Was jetzt kommt, oder? Nein? Du weißt, was kommt. Ich bin nur hier, um das zu hören. Also, Laura. Do your job! Also, der Herr Mythiker kann ab 18 retzen. Oh ja. Ja, dann konnte er schon. Aber ich dachte, der kann das noch mit Infight. Und der ist gematcht. Kann sein, also ich weiß nicht. Ich weiß noch von dem Lied war es so, dass der das gut zeigt. Der hat irgendwie mit 20 plus passiv gelernt, um Infight zu können. Oh nee. Ich hab leider keinen Meter versucht, also einzuschlucken. Außerdem, Luna, ich hab dir ja was geschrieben. Ich höre dir noch kein Knutschen.
Danke. Will sie prügeln hören? Deswegen bin ich hierher gekommen. Ah, Laura hat ja schon einen.